WDR 5. Das Echo des Tages. Guten Abend, hier ist Robert Mayer. Sind Sie auch schon gestresst, weil Sie gerade so viele neue Namen lernen müssen von Ministerinnen und Ministern? Es gibt keinen schonenden Weg, Ihnen das zu sagen. Heute sind 7 dazugekommen. So, aber wir wollen ja eine Regierung und die Ministerposten der SPD brauchten wir eben noch dafür. Das ist gleich unser erstes Thema. Erstmal ein Überblick über unsere Sendung, der Ihnen als Service auch die aktuelle Laune von Annalena Baerbock verrät. Wir freuen uns sehr über dieses große, große Ergebnis. Wir starten jetzt mit einem starken Rückenwind aus der Urabstimmung in eine starke neue Bundesregierung. Nordrhein-Westfälische SPD ist gut positioniert in Berlin mit 2 Kabinettsmitgliedern, mit dem Fraktionsvorsitzenden, mit der Bundestagspräsidentin. Also Sie erleben gerade einen hochzufriedenen Landesvorsitzenden der NRW-SPD. Eigentlich war der Text für mich klar, dass wir damit keine Fußballfans gemeint haben. Aber wenn die Leute es so verstehen, muss man ein Gesetz so machen, dass es jeder gleich versteht. Was erzählt Ihnen Herbert Reul da, der Innenminister von NRW? Letzten Endes hatten Fußballfans die Sorgen, dass sie in NRW nicht mehr in großen Gruppen mit dem gleichen Trikot rumlaufen dürfen. Also da war ein neues Versammlungsgesetz wohl so eine Ecke zu ungenau formuliert. Nicht optimal gelaufen, das Ganze. Heute gab es dann die Reparaturarbeiten. Das erzählen wir Ihnen später. Davor haben Sie Thomas Kutschaty gehört, den NRW-Chef der SPD. Der freut sich so, dass er von sich selbst in der dritten Person redet. Sie erleben einen hochzufriedenen Landesvorsitzenden. Ja, die Bundesministerinnen und Minister der SPD sind klar seit heute Vormittag für die neue Ampelregierung. Gab es schon viele Schlagzeilen zu. Heute die dickste Schriftgröße hatten die zum neuen Gesundheitsminister. Vera Wolfskämpf dazu. Karl Lauterbach, mit besorgt nach oben gezogenen Augenbrauen und mühsam gebändigtem Haar, war in der Corona-Pandemie ein oft gesehener Gast in den Talkshows. Denn er bietet beides: politische Erfahrung als langjähriger Gesundheitspolitiker und medizinisches Wissen als Epidemiologe und Arzt. Das hat wohl auch Olaf Scholz bewogen, ihn als Gesundheitsminister in sein Kabinett zu berufen. Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es. Seit 2005 ist Lauterbach für die SPD im Bundestag. Früher trug er oft eine Fliege. Zuletzt blieb der Hemdkragen meist offen, wie auch heute bei seiner Vorstellung als neuer Bundesgesundheitsminister. Ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Es wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Auf jeden Fall steckt er mittendrin in der Materie. Deshalb bekam der SPD-Politiker gestern von unerwarteter Seite Zuspruch. CSU-Chef Markus Söder sagte in der ARD-Sendung Anne Will: Wir bräuchten da jetzt keinen Minister oder Ministerin, der 100 Tage Einarbeitungszeit braucht, sondern eigentlich muss das keine 10 Minuten Einarbeitungszeit sein. Und ich glaube, Herr Lauterbach kann das auf jeden Fall. Von seinen Koalitionspartnern gab es ebenfalls Vorschusslorbeeren. Die Erwartungen sind groß und zum Teil ganz unterschiedlich. Die Pflege, die Krankenkassen, die Ärzteschaft, die Patienten und Patientinnen. In der Gesundheit ist es schwer, es allen recht zu machen. Aber das zumindest scheint sicher. Karl Lauterbach weiß, worauf er sich einlässt. Der Gesundheitsminister direkt vom Fach. Also ich habe es nochmal nachgeguckt. Er hat einen Master of Public Health mit Schwerpunkt Epidemiologie von der Universität in Harvard in den USA. Und dazu noch einen Twitter-Account. Und da geht's ja im Stundentakt manchmal mit Zahlen und Studien zur Pandemie. Abends sitzt er dann gerne mal in einer Talkshow. Also das alles führt dazu, dass Sie ihn jetzt alle schon wirklich länger kennen. Also wir mussten in der Fußgängerzone nicht lange suchen nach Ihren Meinungen zu Karl Lauterbach und seinem neuen Job. Eigentlich mag ich ihn nicht besonders, aber kompetent ist er schon. Alle seine Vorhersagen sind also eingetroffen, die er während der ersten und zweiten Welle schon gemacht hat. In irgendwelchen Talkshows zu sitzen, irgendetwas zu sagen, ist eine Sache, aber ein Ministerium zu leiten, ist eine andere. Er ist ein nicht einfacher Mensch, aber ich glaube, er kann das gut. So sehen Sie das? Nicht, dass hier die Karl-Lauterbach-Show wird. Die SPD hat ja heute 7 Namen gesagt insgesamt für 7 Ministerien. Also 4 Frauen, 3 Männer. Und Georg Schwarte geht jetzt alle nochmal mit Ihnen durch.
Die bisherige Justizministerin Christine Lamprecht wird Nachfolgerin von Annegret Kramp-Karrenbauer im Verteidigungsressort. Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und Vertraute von Olaf Scholz, Clara Geiwitz aus Brandenburg, übernimmt das neu geschaffene Bauressort. Die bisherige Umweltministerin Svenja Schulze soll neue Entwicklungsministerin werden. Hubertus Heil dagegen bleibt seinem Ressort als Arbeits- und Sozialminister treu. Neu auf der bundespolitischen Bühne die hessische SPD-Chefin Nancy Faeser. Sie wird neue und erste Innenministerin in der Geschichte der Bundesrepublik. Der bisherige Staatssekretär im Finanzministerium und enger Berater von Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, leitet künftig das Kanzleramt. Scholz wies darauf hin, dass die von ihm versprochene Parität im neuen Bundeskabinett damit erreicht sei. Die SPD nominiert 4 Frauen und 3 Männer. Alle Ministerinnen und Minister sollen am Mittwoch vereidigt werden, sofern der Bundestag um 9 Uhr mit der Mehrheit der Ampelkoalition Olaf Scholz zuvor zum neuen Bundeskanzler gewählt hat. Ja, es ist seine Regierung, aber er ist derjenige, der noch nicht feststeht. Also offiziell, er muss noch gewählt werden zum Bundeskanzler. Haben Sie ja gerade gehört, das soll am Mittwoch passieren. Gilt als Formsache. Wofür hat man eine Mehrheit hinter sich im neuen Bundestag? Es gab heute Nachmittag aber noch ein To-Do für die Ampel. Da war zumindest ein kleines Fragezeichen noch dran. Werden die Grünen, also als gesamte Partei, für den neuen Koalitionsvertrag stimmen? Antwort kam, ja. Und zwar mit 86%. Marcel Heberlein in Berlin. So richtig Angst hat er jetzt aber keiner mehr, dass es nicht klappt, oder? Also ich glaube, dass es nicht klappt, das haben die wenigsten gedacht, aber dass es knapp werden könnte vielleicht schon. Also mein Eindruck war von Robert Habeck und Annalena Baerbock heute auf dem Podium, als sie das verkündet haben, da ist schon so eine Last abgefallen und die waren schon erleichtert, dass es jetzt so ausging, obwohl das Grummeln an der Basis schon sehr vernehmbar war in den letzten Tagen. Dann sollten wir gleich zu diesem Grummeln kommen, aber erstmal sind 86% ja eine Ansage. Es ist die große Mehrheit. Also was gefällt denn der grünen Basis an dem Koalitionsvertrag? Ja, natürlich gibt es da in vielen Bereichen Dinge, die die Grünen mögen. Es gibt einen wahrscheinlicheren Kohleausstieg 2030, also dass der Kohleausstieg 2030 kommt, ist sehr viel wahrscheinlicher geworden durch den Koalitionsvertrag, wenn das jetzt alles umgesetzt wird. Es soll mehr Windkraft, mehr Solarenergie ausgebaut werden. Das sind alles Sachen, auf die die Grünen sehr stolz sind. Die muss man erstmal wirklich in die Tat umsetzen. Das wird noch schwer, aber immerhin. Und dann wissen natürlich auch die Linken bei den Grünen zum Beispiel, sie hätten sich mehr erwünscht, aber das ist nun mal die Regierung, mit der man was machen kann. Und eine andere gibt's nicht. Entweder jetzt regieren oder halt erstmal nicht regieren und dann schon lieber regieren. Aber 14% sagen zumindest so nicht regieren. Was ist denn jetzt deren Kritik am Vertrag? Dass die Grünen insgesamt in den Koalitionsverhandlungen eben nicht so viel rausgehandelt haben, wie sie sich in vielen Teilen erhofft hatten. Zum Beispiel, dass das Verkehrsressort, was beim Thema Klimaschutz ja sehr wichtig ist, nicht in grüner Hand landet, sondern dass die FDP das bekommt. Das war für viele eine starke Enttäuschung. Überhaupt das Thema Klimaschutz, da hat man nicht so eindeutige Gewinne, Geländegewinne vermelden können, wie die SPD zum Beispiel 12 Euro Mindestlohn oder die FDP, die konnte dann auch sagen, hey, wir haben verhindert, dass Steuererhöhungen kommen zum Beispiel. Aber bei den Grünen, gerade wenn man was Neues, einen Aufbruch plant, ist es halt auch schwieriger, ein dickeres Brett, was wirklich Vorzeigbares am Ende auf dem Tisch zu haben. Ja, Aufbruch ist schon die nächste Sache. Also die Ampel muss sich jetzt eigentlich nicht mehr mit Regierungsbildung befassen, wenn Olaf Scholz übermorgen auch noch zum Kanzler gewählt wird, kann ja die eigentliche Arbeit losgehen. Also wo werden wir denn als erstes Ergebnisse sehen in Richtung Aufbruch und Erneuerung? Also ich glaube, eine der ersten Sachen, die die Regierung angehen wird, sind wirklich diese 12 Euro Mindestlohn. Das sind ja aktuell weniger als 10 Euro. Einmalig soll das dann erhöht werden, deutlich erhöht werden. Da werden wir wahrscheinlich bald schon was sehen. Das ist auch nicht so kompliziert, das einzustielen. Dann soll es ja ein Klimaschutz-Sofortprogramm geben im nächsten Jahr. Da kann man eigentlich jetzt schon mal anfangen, drüber zu verhandeln, weil das wird ziemlich kompliziert und ziemlich komplex. Soll ja in allen Bereichen am Ende mehr Klimaschutz bringen. Also ich glaube, das sind so die ersten Sachen auf der Agenda. Und wo könnte die Ampel enttäuschen? Also wenn wir jetzt vielleicht in 6 Monaten ab jetzt auf den Start zurückgucken? Ich glaube, beim Thema Klimaschutz, da wird sehr lange viel weniger passieren, als man gerade aus grüner Sicht da hofft. Da sind einfach viele langfristige Weichen nicht so gestellt, dass man die eigenen Ziele einhalten kann. Gerade im Verkehrsbereich wurde seit 1990 kein CO2 eingespart. Das geht jetzt nicht von 0 auf 100. Und mit einem FDP-Minister als Verkehrsminister, der zum Beispiel auch sagt, also klimaschädliche Subventionen streichen, lieber mal nicht. Da wird es vielleicht auch schwierig. Also ich glaube, gerade beim Klimaschutz, da werden die Grünen noch viel
viel erdulden müssen in den nächsten Jahren. Also die Ampelministerinnen und Minister stehen, alle sind einverstanden mit dem Koalitionsvertrag. Marcel Heberlein und die Kolleginnen und Kollegen in unserem Hauptstadtstudio gucken ab jetzt dann eher auf das, was diese Regierung demnächst wirklich leistet. Sie sind im Echo des Tages bei WDR 5. Wenn Sie unseren Themenüberblick noch im Ohr haben, Herbert Reul entschuldigt sich quasi bei Fußballfans, dass die was in den falschen Hals gekriegt haben könnten, weil ein Gesetz wohl nicht hundertprozentig professionell formuliert war. Also eigentlich geht's um ein neues NRW-Versammlungsgesetz. Da sollen solche Demos schwerer werden oder überwacht werden könnten, die radikal sind oder sonst schädlich. Militanzverbot war ein Wort im ersten Entwurf. Also eigentlich soll das aufmerksam in der Neonazi-Uniform zum Beispiel verhindern. Aber Fußballfans hatten jetzt auch Angst, dass ihre Trikots in großen Gruppen mit unter das Verbot fallen. Also hieß es, NRW-Versammlungsgesetz, besser nochmal drüber gehen. Die Ergebnisse gab es heute. Samuel Acker dazu. Das Tragen von Uniformen oder uniformähnlicher Kleidung soll mit dem neuen Versammlungsgesetz verboten werden, wenn dies einschüchternd wirkt und Gewaltbereitschaft vermittelt. Gewerkschafter oder auch Fußballfans hatten daraufhin befürchtet, dass ihre Kleidung, beispielsweise das Trikot des gleichen Vereins zu tragen, der Polizei nun schon als Vorwand dienen könne, Versammlungen zu untersagen. Auf der Pressekonferenz betonte Innenminister Herbert Reul, dies sei keineswegs die Absicht. Entsprechend wurde der Entwurf präzisiert. Das Tragen von Uniformen ist also nicht partout verboten, sondern nur dann, wenn es mit Gewaltbereitschaft und Einschüchterungswirkung einhergeht. Um es nochmal klar zu sagen, einheitliche Kleidung ist rechtskonform. In der neuen Version des Gesetzes heißt es nun zudem, dass wenn Personen gegen eine andere Versammlung demonstrieren wollen, nicht auf Behinderung zielende kommunikative Gegenproteste, Zitat Ende, erlaubt sind. Das heißt, man kann gegen andere Demonstrationen demonstrieren, aber man darf sie nicht in ihrem Ablauf störend oder zum Erliegen bringen. Beispielsweise laute Gegenreden mit Megafon als Protest bei zum Beispiel rechtsextremen Aufmärschen bleiben weiterhin zulässig. Das Blockieren einer Demonstration, indem man zum Beispiel Wege verbaut, ist laut dem Gesetz aber als Störung unzulässig. Geändert wurden auch die Fristen zur Anmeldung einer Demonstration. Diese muss der zuständigen Behörde mindestens 48 Stunden vorher gemeldet werden. Nun können in diese Frist aber auch das Wochenende und Feiertage fallen. Im alten Entwurf waren für die Wahrung der 48-Stunden-Frist nur Werktage zulässig. Auch inwiefern die Polizei Versammlungen filmen darf, wird mit den Änderungen präzisiert. Aufnahmen und Aufzeichnungen sind demnach offen und unter strikter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vorzunehmen. Gefilmt werden sollen Teilnehmer dann, wenn von der Person oder im Zusammenhang mit der Versammlung eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Ergänzt wurde, dass die Demonstrierenden klar darauf hinzuweisen sind, wenn die Polizei mit Drohnen eine Versammlung aus der Luft filmt. Also beispielsweise muss die Polizei mit Lautsprecheransagen darauf aufmerksam machen, durch große Plakate oder ähnliches. Das steht also im neuen Versammlungsgesetz in NRW. Da musste heute nochmal ein Update präsentiert werden vom Innenminister, weil es Unklarheiten gab. Also es drängt sich ein bisschen auf, dass da nicht ganz sauber gearbeitet worden ist beim ersten Versuch. Meinung. Es drängt sich nicht nur auf, es ist so, sagt Christoph Ulrich. Das waren schon bemerkenswerte Wortmeldungen, als die Fraktionschefs von CDU und FDP plus Innenminister Herbert Reul da auf dem Podium saßen. So ganz im Stile von überfragten Fußballern, die nach dem Spiel eine seltsame Niederlage erklären müssen. So hieß es dann an vielen Stellen, dass man überrascht gewesen sei. Davon, dass der erste Entwurf so viel Wirbel aufgeworfen hatte. Und davon, dass plötzlich Gewerkschaften wie Fußballfans gleichermaßen sauer sind. Nur mal so. CDU und FDP haben da ein Gesetz vorgelegt, das zwar eine offene rechtliche Flanke regelt, mit dem man aber mal soeben Fanmärsche, Gewerkschaftsdemos und Kundgebungen gegen Nazi-Demos eventuell verhindert hätte. Warum? Weil es an vielen Stellen eben schwammig formuliert war. Hinzu kam eine Demo gegen das Gesetz im Sommer, die auch von Seiten der Polizei aus dem Ruder gelaufen war. Vor allem für die FDP war das alles schwierig. So ein Gesetz von einer selbsterklärten Bürgerrechtspartei, das ist schon etwas peinlich. Vor allem, weil der ganze Prozess Fragen nach der Arbeitsweise der Koalition aufwirft. Bei Polizeigesetzen gilt immer höchstes Fingerspitzengefühl. Einerseits soll ja das Land sicherer gemacht werden, andererseits soll es aber nicht so wirken, die Polizei bekomme zu viel Macht.
Das ist ein ewiges Spannungsfeld. Und da fragt man sich schon, wie kann es sein, dass die Landesregierung überhaupt so einen Ursprungsentwurf im Kabinett verabschieden konnte? Jetzt musste das Gesetz massiv überarbeitet werden. Präzise Arbeit sieht anders aus. Das ist die Meinung von Christoph Ulrich zum neuen Versammlungsgesetz in NRW. Ja, und wie regeln wir Demos und Proteste in einem anderen Bundesland, und zwar in Sachsen, fragt sich die Politik da nämlich. Und die Behörden fragen es sich auch, weil die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen da in den letzten Tagen immer aggressiver geworden sind. Also Widerstand gegen die Polizei am Glühweinstand, mehrere Versammlungen, die gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben. Und am Freitagabend standen Menschen mit Fackeln vor dem Haus der Gesundheitsministerin von Sachsen. Das ging so weit, dass es jetzt viele Reaktionen aus der Berliner Politik gibt. Markus Sambale dazu. Das Entsetzen ist groß nach dem Fackelaufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin. Regierungssprecher Steffen Seibert nennt die Aktion zutiefst empörend. Das ist nicht nur ein Angriff auf die Privatsphäre von Frau Köpping, der Ministerin, es ist auch ein Angriff auf die Demokratie. Im Namen von Bundeskanzlerin Merkel, die noch geschäftsführend im Amt ist, erklärt Seibert: Das ist Einschüchterung. Die Demonstranten wollen nichts anderes als Angst machen. Und dafür kann es in der demokratischen Auseinandersetzung um den richtigen Weg in dieser Pandemie keinen Platz geben. Horst Seehofer, der scheidende Bundesinnenminister, hatte die Aktion schon am Wochenende verurteilt. Sein Sprecher Steve Alter warnt heute, dass sich die Szene weiter radikalisieren könnte. Wir können nicht ausschließen, dass es aus diesem Bereich heraus zunehmend Dynamiken gibt und auch Gewalt. Auch Olaf Scholz, der künftige Bundeskanzler, ist empört über den Fackelaufmarsch von Gegnern der Corona-Politik. Scholz fordert Entschlossenheit. Das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen. Ich finde, das ist die ganz klare Botschaft, die von uns allen ausgehen muss als Demokratinnen und Demokraten. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht allerdings auch bei den Behörden in Sachsen Versäumnisse und fordert das CDU-geführte sächsische Innenministerium auf, konsequenter zu handeln. Ich glaube, dass in Sachsen auch von den zuständigen Stellen zu lange weggeguckt wurde, dass Dinge ermöglicht wurden oder dass Dinge laufen gelassen wurden. Und es muss doch erstmal klar sein, wer sind diese Personen? Das muss strafrechtlich verfolgt werden. Es muss unterbunden werden, dass es überhaupt solche Aufläufe gibt. Für die CDU verurteilt Generalsekretär Paul Ziemiak die Aktion der Protestierenden vor dem Wohnhaus der SPD-Ministerin Köpping in Sachsen. Ein Aufmarsch mit brennenden Fackeln, so etwas darf es nicht geben und erinnert an dunkelste Kapitel und deswegen volle Solidarität von unserer Seite mit ihr. Parteiübergreifend wird gefordert, entschlossener gegen Hass und Hetze vorzugehen, vor allem auch in Messenger-Diensten wie Telegram. Sachsens Innenminister Roland Wöller hat deshalb eine Gesetzesänderung gefordert. Also nicht schön, was die Gesundheitsministerin von Sachsen erlebt hat. Leute mit Fackeln vor ihrem Haus, offensichtlich Anhänger der Querdenkerbewegung. Ja, und spätestens da fangen jetzt viele an zu fordern. Greift härter durch bei solchen demokratiefeindlichen Protesten, bei solchen bedrohlichen Aufmärschen. Wir fragen uns jetzt im Echo des Tages, wie kommt's überhaupt zu sowas? Marius Dilling ist Demokratieforscher und zwar gerade im Bereich von Demokratiefeindlichkeit und Verschwörungsmentalität. Diese Radikalisierung, die Sie da in Sachsen gesehen haben, woher kommt die? Ja, es ist so, dass das, was wir in der sozialpsychologischen Forschung als Verschwörungsmentalität bezeichnen, dass das wie eine Art dunkle Ressource ist, in die in Zeiten der Krise zurückgegriffen werden kann. Also die kompensiert eben kollektive Ohnmachtserfahrungen, subjektive Deprivationsgefühle, das heißt das Gefühl, dass ich irgendwie abgehängt bin. Diese Verschwörungserzählungen stellen eben Kontrolle her und kompensieren genau diese Ohnmachtsgefühle. Und deswegen wird in Zeiten der Krise auf diese Erzählungen zurückgegriffen. Ja, das sind jetzt die Gründe oder die Mentalitäten der Menschen, die da stehen. Was macht die denn so radikal, dass sie sich in Anführungsstrichen trauen, vors Haus einer hochrangigen Politikerin zu gehen mit Fackeln in der Hand? Also denken wir irgendwie an den Vandalismus, an 5G-Sendemasten, diese mutmaßliche Sabotage in Friesland mit Kochsalzlösung oder den Mord an den Tankstellenmitarbeitern Ida Oberstein. Es ist häufig so, dass bei diesen Täterinnen und Tätern das Ausmaß der Verschwörung, denen häufig keine andere Wahl gelassen hat, als sich in irgendeiner Art und Weise zu wehren. Das heißt, diese Straftaten werden umgedeutet und legitimiert als eine Art notwendige Verteidigung. Und Teile dieses Milieus glauben, natürlich auch aufgrund massiver Desinformation in Messenger-Diensten wie Telegram,
dass die Impfung tatsächlich tödlich sei oder zumindest in irgendeiner Art und Weise gefährlich. Und wer sein Leben ernsthaft bedroht sieht, der wehrt sich auch womöglich eher. Meine Befürchtung ist daher, dass solche Straftaten mit verschwörungsideologischer Begründung eben keine Einzelfälle bleiben. Wir müssen überlegen, ständige Enttäuschung, dass diese verschwörungsideologischen Erzählungen nicht zutreffen, dass die vermeintlich schlafende Masse nicht aufwacht, dass meine Familie und mein Bekanntenkreis aufgrund meiner Ansichten möglicherweise zerbricht und jetzt wird auch noch eine Impfpflicht diskutiert. All das kann eben zu einer Spirale der Radikalisierung führen, dass die Leute immer tiefer in diesen Kaninchenbau der Verschwörungserzählungen abdriften. Es wird ja immer wieder gesagt, die radikale Rechte hätte leichtes Spiel, diese Szenen zu unterwandern. Wie groß sehen Sie dieses Potenzial gerade? Ja, also ich würde sagen, das ist schon passiert. Die deutschen Corona-Proteste sind dominiert durch die extreme Rechte und Esoterikerinnen und Impfgegnerinnen, Menschen mit diffusen Positionen, marschieren dort zumindest mit diesen extrem rechten Kräften mit. Und ich würde sagen, dort, wo eben Reichskriegsflaggen wehen, wo Ungeimpfte mit Jüdinnen und Juden verglichen werden, wo Antisemitismus durchaus toleriert wird, da kann eben kein demokratischer Protest stattfinden. Und der gemeinsame Kitt zwischen diesen diffusen Positionen und der extremen Rechten, das ist eben das, was wir als Verschwörungsmentalität bezeichnen. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen immer wieder Ausschreitungen in den Niederlanden gesehen. Jetzt die Bilder aus Brüssel. Sehen Sie da eine Verbindung zu dem, was in Deutschland abgeht? Oder sind das eigentlich verschiedene Gruppierungen und verschiedene Mentalitäten? Also was man sagen kann, ist, denke ich, dass Rechtsextremisten und Verschwörungserzählungen hier auch eine Rolle spielen. Nach meinem Eindruck, ganz subjektiv, allerdings nicht so eindrücklich wie in Deutschland. Also ich habe eher das Gefühl hier, dass die Pandemie hier sich wie ein Brennglas auf ohnehin vorhandene soziale und strukturelle Probleme legt und dass sich hier auch ein breiter Vertrauensverlust in die Politik, dass hier zutage tritt. Und ich würde aber, glaube ich, nicht dahin gehen zu sagen, dass wie in Deutschland hier die Verschwörungserzählung maßgeblich sind für diese Proteste. Die spielen aber allerdings auch eine Rolle, das ist ganz wichtig zu sagen. Marius Dilling, Demokratieforscher in Leipzig, zu den Corona-Protesten, die bis vors Haus der Gesundheitsministerin in Sachsen gekommen sind. Er nennt es Kaninchenbau, also die Scheinwelt, in die sich Menschen zurückziehen, wenn sie sich von den Fakten verabschieden. Gehen wir zu uns nach NRW. Seit Samstag sind hier ja die Clubs dicht und mehrere Betreiber klagen jetzt. Meldungen vom Tag mit Richard Hucke. Die Kläger hoffen beim Oberverwaltungsgericht auf eine schnelle Entscheidung. Bund und Länder hatten sich letzten Donnerstag darauf geeinigt, dass Clubs und Diskotheken ab einer Inzidenz von 350 schließen müssen. In NRW gilt das sogar unabhängig von diesem Wert. Österreich hat einen neuen Regierungschef. Bundespräsident van der Bellen hat den bisherigen Innenminister Nehammer von der konservativen ÖVP als Bundeskanzler vereidigt. Der 49-Jährige war bisher Innenminister. In Düsseldorf ist das Strafverfahren gegen einen Polizisten eingestellt worden, der Dienstgeheimnisse verraten hatte. Er muss jedoch 3.500 Euro Geldstrafe zahlen. Der Beamte einer Spezialeinheit hatte aus Sorge um die Hunde eines Verdächtigen dessen Nachbarn informiert, mit der Bitte, sich um die Tiere zu kümmern. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat den Fußballprofi Bakary Yatta angeklagt. Sie wirft dem HSV-Spieler unter anderem vor, gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen zu haben. Demnach soll Yatta nach seiner Flucht aus Gambia im Jahr 2015 einen falschen Namen und ein falsches Geburtsdatum angegeben haben. Meldungen vom Tag mit Richard Hucke. Reporter. Das Gespräch, das jetzt kommt, ist mir schwer gefallen, muss ich ehrlich sagen. Unsere Reporterin heute ist Justine Rosenkranz. Wir haben heute Mittag gesprochen. Wenn wir in dieser Rubrik gucken wollen, womit sich unsere Reporterinnen und Reporter so befassen, also wozu sie auch recherchieren, dann bedeutet das ab und zu menschlicher Abgrund, weil es in dieser Gesellschaft ab und zu eben diese sehr gruseligen Geschichten gibt, bei denen wir uns fragen, wie kann das sein? Das Horrorhaus in Höxter ist so eine. Wir wissen seit April 2016, was passiert ist in diesem kleinen Dorf bei Höxter, Bosseborn. Justine hat damals schon eine Dokumentation darüber gemacht und jetzt gibt's eine neue. Was war nochmal das Horrorhaus von Höxter? Ja, das Horrorhaus von Höxter war so einer der grausamsten Kriminalfälle der letzten Jahre.
Das waren Paar Angelika und Wilfried W., die sich als Geschwister ausgegeben haben und über Kontaktanzeigen immer neue Frauen in ihr Haus gelockt haben. Und die haben sie dann wirklich brutalst gequält, gedemütigt und auch gefoltert. Und zwei von denen, nämlich Annika und Susanne, sind dabei auch zu Tode gekommen. Das Paar ist hinterher vor dem Landgericht in Paderborn auch verurteilt worden wegen Mordes durch Unterlassen. Ja, und es haben sich einige Fragen ergeben, ne? Zum Beispiel, warum haben die beiden sowas Grausames gemacht? Warum haben die Opfer das mit sich machen lassen? Und jetzt gibt's eben die neue Doku, 3 Teile, ab jetzt in der ARD-Mediathek. Was lernen wir denn da Neues? Ja, wir lernen was über diese Konstellation der beiden. Wir lernen aber auch was darüber, was das für Opfer waren, wie das überhaupt passieren konnte, dass die nicht von alleine geflohen sind. Und wir erfahren auch was über das Dorf, in dem das alles passiert ist. Genau, die große Frage ist ja, warum haben denn die Dorfbewohner eigentlich nichts mitbekommen? Also direkte Nachbarn, andere Menschen. Ich meine, das war ja ein sehr kleines Dorf. Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Das ist ein kleines Dorf auf dem Berg, 500 Einwohner, da gibt es nichts, da gibt es keinen Bäcker, kein Lebensmittelgeschäft, keine Kneipe, aber es gibt eine kleine Pension. In der haben wir dann ein paar Tage gewohnt und sind losgezogen mit der Kamera und haben mit den Leuten gesprochen. Natürlich zuerst unmittelbar mit den unmittelbaren Nachbarn. Und ohne Kamera haben die uns viel erzählt, vor der Kamera gar nicht. Was haben sie euch denn erzählt hinter der Kamera? Ja, da haben sie zum Beispiel die direkten Nachbarn erzählt, dass sie sehr wohl was mitbekommen haben, dass sie schon gesehen haben, dass da am Anfang, dass da immer neue Frauen eingezogen sind, die am Anfang ganz normal aussahen, die aber dann irgendwann total abgemagert sind, die irgendwann alle, das war bei allen so, kurz geschorene Haare hatten. Und ja, das haben die schon mitbekommen, aber haben sich irgendwie nichts weiter dabei gedacht oder haben sich vielleicht auch was dabei gedacht, aber haben daraus keine Konsequenzen gezogen. Und es war so, dass sie mit diesen Leuten, mit diesen komischen, unangenehmen Leuten, mit diesem Paar nichts zu tun haben wollten. Und einmal, die Nachbarn haben zum Beispiel erzählt, dass sie die Annika kurz vor ihrem Tod gesehen haben, wie die aus dem Haus gekommen ist, gestürzt ist und von alleine nicht mehr aufstehen konnte. Und dann haben die beiden die wieder ins Haus gezerrt. Das haben die alles gesehen. Die haben gesehen, wie schwach sie war. Aber das hat nicht dazu geführt, dass sie der geholfen haben oder dass sie vielleicht die Polizei geholt haben. Das hat keiner gemacht. Jetzt gibt es ja 2 Tote in dem Fall, aber mehrere Opfer. Und ihr konntet auch mit einigen reden. Was haben die euch erzählt? Die Opfer, ja, die, mit denen ich sprechen konnte, die haben mir erzählt, dass das für sie immer noch ein Trauma ist. Eine, die kam aus Magdeburg, Christel, die ist im Schweinestall angekettet worden. Die hatten so einen kleinen Schweinestall mit 2, 3 Schweinen. Und irgendwann hat Wilfried sie mit der Schippe vors Gesicht geschlagen und daraufhin hat sie dann gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich muss hier raus. Da hat es irgendwie so Klick gemacht, hat sie gesagt. Und dann haben die beiden sogar gesagt, okay, wir lassen dich hier raus, wenn du jemanden findest, der uns unterschreibt, dass dir hier nichts Schlimmes widerfahren ist. Mhm. Und dann haben sie zum Bahnhof gebracht und dann ist sie da so lange rumgelaufen mit diesem Zettel, hat nach Leuten gesucht, die ihr unterschreiben, den Zettel, wo drauf steht, mir ist keine Gewalt angetan worden, da hat sie jemanden gefunden und dann ist sie in den Zug gestiegen und nach Hause gefahren. Also das sind Geschichten, die euch erzählt wurden. Was sagst du, hätte man dieses Horrorhaus von Höxter früher entdecken können, wenn Leute mehr hingeguckt hätten? Ja, würde ich schon sagen. Sagt Justine Rosenkranz. Wenn Sie sich für das Thema noch weiter interessieren, dann gibt es die neue 3-teilige Doku jetzt in der ARD-Mediathek. Die heißt Das Horrorhaus. Kurz vor 7 im Echo des Tages bei WDR 5. Ja, und morgen wird dann der Koalitionsvertrag unterschrieben von den Spitzenleuten der Ampelparteien in Berlin. Dazu vielleicht noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Ich hatte ja keine Ahnung, wie das abläuft mit diesem Dokument. Ich dachte, in Berlin klickt irgendwer auf Drucken und dann wird das Ding unterschrieben. Nein, nein, nein. Es gibt in Düren eine Traditionsdruckerei und in der Eifel bei Nideggen gibt es eine Traditionspapierfabrik. Die hat das Papier geliefert. Büttenpapier, hochwertiges Feinpapier.
Darauf hat die Druckerei in Düren den Koalitionsvertrag gedruckt. 20 Exemplare, alle gebunden mit rot-grün-gelben Ampelfäden. So, und diese Exemplare sind heute mit einem Transport von Düren nach Berlin gekommen. Also ein Dokument ausgedruckt und mit dem Auto 600 Kilometer durch Deutschland gefahren. Das finde ich einerseits sehr schön. Andererseits kommt im Koalitionsvertrag 63 Mal das Wort Digitalisierung vor. Schönen Abend, ich bin Robert Mayer. WDR 5